gelben Plastiktrichter und den Papierfilter, welche im Cleaning Kit P4000 enthalten sind, auf eine leere, undurchsichtige Flasche setzen und den Kunststoff langsam hineingießen, um ein Verschütten zu vermeiden. Nach dem Filtern des auf Wasser basierenden Kunststoffes wird Wasser und ein Silikonschwamm verwendet, um die Resinwanne zu reinigen. Sollte das Modell von der Druckplattform gefallen sein und in der Wanne liegen, muss die Plattform aufgeraut werden. Zur Entfernung des ausgehärteten Kunststoffes von der NFEP-Folie wird gegen die Unterseite der Folie gedrückt und mit der anderen Hand der Kunststoff aufgenommen. Um Schäden an der Folie zu vermeiden, wird ein Kunststoffschaber und kein Metallschaber verwendet. Am Ende wird die Resinwanne mit einem Papiertuch gereinigt. Den gelben Trichter auf den durchsichtigen Kanister des Cleaning Kits P4000 setzen und das Schmutzwasser langsam ausgießen, um ein Verschütten zu vermeiden. Wenn dies abgeschlossen ist, den Kanister an einen hellen Ort stellen, bis der Kunststoff unter Sonneneinstrahlung fest wird und sich am Boden absetzt. Das Wasser wird anschließend mit einem Papierfilter gefiltert. Die Kunststoffreste werden im Plastikmüll und das schmutzige Wasser im Abfluss entsorgt. Eine kleine Menge 95%igen Desinfektionsalkohol auf den verschütteten Kunststoff geben und 5 bis 10 Minuten warten. Anschließend den ausgehärteten Kunststoff mit einer Spielkarte oder einem Plastikschaber lösen. Nachdem der Kunststoff vollständig entfernt wurde, wird das LCD-Display mit einem Papiertuch getrocknet. Es soll sichergestellt werden, dass die Resinwanne vollständig sauber und trocken ist, bevor sie wieder im Drucker eingesetzt wird.